begrüße euch und heute mal wieder zu einem weiteren Ligarennen hier aus der AOR Saison 22 auf dem PC auf meinem Kanal. Tja, wie ihr alle wissen solltet, handelt es sich hier und heute bereits um das drittletzte Rennen dieser kurzen 22. Saison. Und es geht nach einer gefühlten halben Ewigkeit mal wieder auf den Shanghai International Circuit nach China. Eine Strecke, die mir persönlich extrem gut liegt eigentlich und die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Geiles Layout, geiles Racing kann man hier erleben und das haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig erlebt und heute soll das natürlich alles idealerweise genauso werden. Aber bevor es jetzt gleich losgeht hier mit dem Qualifying, was ihr jetzt gerade schon im Hintergrund seht, checkt auf jeden Fall den letzten großen Preis ab. Das war der große Preis von Silverstone, ein auch sehr, sehr turbulentes und auch, ja, meiner Meinung nach spannendes Rennen. Das haben sich noch nicht so viele Leute von euch angeguckt, wie zum Beispiel den großen Preis vorher. Das war der große Preis von Portugal, Portimao. Also wer das Rennen noch nicht gesehen haben sollte, checkt das auf jeden Fall jetzt mal ab. Habe ich gerade oben rechts in der Infokarte verlinkt und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wer weiß, vielleicht packen wir dann heute mal wieder die 500er Marke. Das wäre auf jeden Fall mega, mega nice. So, und dann möchte ich euch an dieser Stelle noch kurz darauf aufmerksam machen, dass kommenden Sonntag um 21 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, den ich euch jetzt gerade mal eingeblendet habe, das letzte Rennen der AOR-Saison 22 gestreamt wird. Und falls ihr mal live dabei sein wollt, zumindest vielleicht mal beim Saisonfinale, beim letzten Rennen in Brasilien, das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Rennen, dann kann ich euch das nur ins Herz legen, stellt euch mal einen Wecker und schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt, und dann kommt ihr vielleicht auch mal in den Genuss, so ein Live-Rennen hier hautnah mitzuerleben und einfach diese Spannung mitzufühlen. Macht auf jeden Fall Bock, lohnt sich. Und wer weiß, vielleicht sehe ich ja dann den einen oder anderen von euch zusätzlich am Sonntag noch im Livestream. Tja, aber jetzt wollen wir uns mit dem inhaltlichen Teil dieses großen Preises von China befassen. Und wir haben eben schon gesehen, Wetterradar hat mal wieder Regen vorausgesagt für das Rennen. Und da war ich auf die ganz, ganz tolle Idee gekommen, dass ich mein Setup so ein bisschen auf Regen einstelle. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, die Heckbodenfreiheit um 1 zu erhöhen, von 2,7 auf 2,8. Das hat jetzt hier in meiner ersten bzw. zweiten gezeiteten Runde im Qualifying erstmal überhaupt nicht funktioniert. Ja, ihr habt gesehen, ich habe hier überhaupt nichts gebacken gekriegt. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das Auto hat so unglaubliches Untersteuern und ich glaube auch im Mittelsektor, die Reifen, die haben overheated oder wurde im Live-Chat gesagt, ja, stell doch mal den Reifendruck ein bisschen runter. Und ich weiß aus der Erfahrung, die ich jetzt ja schon wirklich habe in diesem Spiel und generell in F1, dass es immer kein gutes Zeichen ist, wenn man in der Session selber noch irgendwelche Änderungen am Setup vornimmt. Ja, dann ist es meistens eigentlich schon zu spät. Und wir sehen ja, das Auto, das schiebt über die Vorderachse. Ja, also es hat sich wirklich ganz, ganz schlimm angefühlt. Eher so wie ein Panzer, nicht wie ein Formel-1-Auto. Also das war echt nicht entspannt zu fahren. Aber wir sehen, wir sind jetzt auf einer minimal grün unterlegten Zeit unterwegs. Jetzt hier grün unterlegt im Mittelsektor. Das wird auf jeden Fall keine Jano-Op-Mehr-Runde. Das sehen wir gerade auch schon am Delta. Das ist gerade mal eine Verbesserung um knapp 0,3 Sekunden. Wir sind auf einer 1,31,6. Und damit sind wir eine Sekunde weg von der Musik im Grunde genommen. Also die Runde, die ist wirklich nicht gut gelaufen bis zu diesem Zeitpunkt, aber gut, wir müssen die Runde zu Ende fahren. Es ist der letzte Versuch, wir sehen es an der Zeit, Session ist schon beendet. Wir gehen hier in den ersten Gang Komen Scheitel und auch hier, wir haben Probleme, das Auto hier zu rotieren, sind jetzt immer noch knapp auf 0,3 Sekunden grün unterlegten Delta und wir verlieren hier sogar über der letzten Kurve das Auto und ja, kriegen da natürlich die ungültige Rundenzeit, weil wir da komplett in die Auslaufzone gefahren sind. Aber ja, es hat überhaupt nichts funktioniert in dieser Qualifying-Session. Also das war wieder eine absolute Katastrophen-Session aus meiner Perspektive. Setup war einfach komplett für die Tonne und ja, das Auto hat sich einfach wirklich schlecht gefahren, muss ich einfach sagen. Und ja, ob sich das Ganze jetzt ausgezahlt hat, das sehen wir jetzt gleich. Denn ja, wie wir jetzt gerade sehen können, es ist nicht mal wirklich regnerisch. Es ist nur so leicht regnerisch. Es sind diese Mischbedingungen. Und das bedeutet im Grunde genommen, das, was ich mir überlegt habe mit meinem Setup-Spielchen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe darauf spekuliert, dass jetzt schon Interwetter ist oder so, aber ist es überhaupt nicht. Und jetzt hier so sogar zum allem Überfluss in der Einführungsrunde drehen wir uns dann einmal weg, also das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber gut, schauen wir nochmal, wie es jetzt hier vonstatten geht. Großer Preis von China, Shanghai International Circuit, wir starten von P13, vorletzter. Ampel geht jetzt aus, Rennen ist freigegeben und wir sehen, Start ist erstmal
wie immer eigentlich relativ okay. Wir sehen aber der Riverstand auf der rechten Seite ein bisschen besser. Jetzt geht es hier erstmal in die Schneckenkurve rein. Außenseite, da gibt es nicht viel für uns zu holen. Wir müssen gucken, dass wir hier vielleicht mit ein bisschen mehr Speed auf der Außenseite und positionieren können. Aber wir sehen, der Galaxy, der ist da leider auf der Ideallinie. Und da müssen wir uns hinter ihm einreihen. Schauen wir mal, was der Kollege Kev Genetics ein bisschen weiter vorne macht. Er schon auf der fünften Position. Da gibt es eine Berührung. Und der wird erstmal komplett in die Wand gebietet. Kommt da wieder als Geist auf die Strecke, aber ja, das ist natürlich Race fast schon over für ihn, kann man sagen. Also wenn jetzt kein Safety Car kommt, dann hat der Kollege echt große, große Probleme. Aber gut, ihr habt es gesehen, ich meine, es ist alles eng beisammen. Da gab es dann wohl eine ganz, ganz kleine Berührung, die dann leider in F1 2021 auch teilweise verheerende Auswirkungen haben kann, ja. Also es sah ja schon wirklich aus wie ein Flipperball, ja. Der ist ja wirklich da so achtkantig abgeflogen und es war sogar ein Wunder, dass der da überhaupt noch jetzt am Rennen teilnehmen kann, denn ich habe schon ganz, ganz andere Abflüge gesehen und da ist dann einfach Schicht im Schacht, ja? Dann reißt der Reifen ab und dann bist du raus und dann ist es vorbei. Und ja, wie wir es hier gerade sehen können, wir sind jetzt, also wir hatten eigentlich einen echt guten Start, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ja? Wir sind jetzt schon auf P10 nach vorne gekommen. Sind jetzt gerade der Top-Runner von den Medium-Leuten und das ist gar nicht mal so eine schlechte Ausgangssituation, ja? Also ich habe jetzt so gedacht, okay, vielleicht geht ja sogar noch was, ja? Vielleicht geht hier sogar noch was. Wir haben ja ein relativ langes Rennen, 27 Runden und wir sehen hier vorne, die ganzen Leute sind schon am Fighten. Gelbe Wand gegen den Ripson und auch hier der Kollege, der gerade vor uns gewesen ist, der Galaxy war das, glaube ich, der hat sich da erstmal jetzt weggedreht und wir fahren jetzt hier leicht in die Auslaufzone, versuchen hier zu beschleunigen. All around me are familiar faces. Ey, ich bin so ein... Oh, Scheiße, das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Mein Gott. Mein Gott, ey. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Ich könnte kotzen, Alter. Tja, im Grunde genommen alles gesagt, oder? Also schauen wir uns das Ganze hier nochmal an, ja. Ich meine, es sieht eigentlich so harmlos aus, ja, aber dann, also ich hatte mich eigentlich schon darauf vorbereitet, wieder Vollgas geben zu können. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass auf diesem letzten kleinen Miststück da in der Auslaufzone überhaupt kein Grip ist. Und dann ist das Auto einfach ins Schleudern gekommen und dann war das Rennen einfach vorbei in Runde 1. Ja, und das ist, also das hat mich selber natürlich auch mega überrascht. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, ja. Ich dachte, okay, ich habe das Auto straight, ich kann jetzt wieder Gas geben, aber dem war einfach nicht so. Tja, im Endeffekt natürlich ganz klar mein eigener Fehler, ja. Ich meine, das war ein ganz klassischer Fahrfehler. Die Bedingungen, die waren schwierig, keine Frage, aber normalerweise, ja, muss man da einfach ein bisschen vorsichtiger agieren und... Ja, keine Ahnung, sich einfach ein bisschen besser an die Bedingungen anpassen, nur halt diese Anpassungsphase, die hat bei mir überhaupt nicht stattgefunden, weil in Runde 1 ja schon Schicht im Schacht gewesen ist und das war einfach wirklich ärgerlich, denn wie gesagt, der Start war top, ja, ich war in einer echt gar nicht mal so schlechten Position, ich war auf den Mediums und ja, dann rausgekegelt selber, also gut, einfach echt, echt bescheiden gelaufen, kann man nicht anders sagen. Ich meine, an der gleichen Stelle hatte ich mich ja schon im Qualifying weggedreht, beziehungsweise halb weggedreht, da habe ich mir ja die ungültige Rundenzeit geholt, also obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach ein eher stabiles Setup gebaut hatte, war es einfach überhaupt nicht stabil, ja, das Auto hatte Untersteuern wie Hölle und es war einfach überhaupt nicht stabil, also wie gesagt, Setup komplett für die Tonne, ja, macht das bitte nicht nach, das Setup, wenn ihr irgendwas davon gesehen habt, vergesst alles, was ihr in Sachen Setup in diesem Video gesehen habt, das ist wirklich nicht empfehlenswert. Und ja, jetzt haben wir eben den Fehler gesehen, der sich leider in der Virtual Safety Car Phase, ja, der hat einfach im, der war im rot unterlegten Delta und dann musste der eine Drive-Thru-Penalty absitzen und das ist natürlich auch bitter gewesen, denn der war zu diesem Zeitpunkt des einfach Erster. Aber ja, wir nutzen die Gelegenheit jetzt heute, weil ich ja schon relativ früh ausgeschieden bin und schauen mal so ein bisschen zu, was noch hier so weiterhin passiert ist, denn der Jan Fehler, ihr kennt den ja jetzt auch schon, habt den ja auch schon in mehreren Videos bei mir gesehen, der ist ja Ex-E-Sportler und vielleicht können wir ja irgendetwas Signifikantes an seinem Fahrstil erkennen
was man sich möglicherweise auch von dem abgucken kann. Denn er ist ja auch hier in der Fahrerweltmeisterschaft mit relativ großem Abstand aktuell Erster. Und ja, das Erste, was euch auffallen sollte, der fährt in der Cockpit-Kamera. Also das ist auf jeden Fall was, was man ziemlich selten heutzutage noch vorfindet. Die meisten nutzen die T-Cam. Aber ja, der Typ scheint das wirklich mehr oder weniger perfektioniert zu haben. Und ich finde jetzt hier auf der Hahnal-Kurve, da hat man sofort gesehen, was eigentlich ein sehr, sehr großer Unterschied ist zwischen seinem Fahrstil und zum Beispiel meinem Fahrstil. Okay, denn der Fehler, der geht ja so früh und aggressiv aufs Vollgas. Das werden wir gleich noch ein bisschen weiter beobachten. Jetzt sehen wir aber erstmal hier, der Galaxy versucht es auf der rechten Seite aggressiv. Der Fehler jetzt hier mit relativ stumpfen Waffen auf den harten Reifen, kann sich aber jetzt noch so gerade eben in der Schneckenkurve vor dem Galaxy halten, der auf deutlich schnelleren Reifen unterwegs ist und jetzt natürlich auch richtig Druck macht, denn wir sind ja schon in Runde 23 von 28, also viel werden wir hier auch nicht mehr sehen. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite der Galaxy. Wir sehen auch hier wieder der Fehler sehr, sehr früh und aggressiv auf dem Gas, aber da kann er den Switchback dann nicht mehr machen. Da ist der Vorteil der Softreifen dann einfach zu groß. Und jetzt hat er noch den Patrick hinter sich, der aber auch eine 3-sekündige Zeitstrafe hat. Also ist fraglich, ob der da noch vorbeikommen wird. Springen wir mal zur Runde 27 und 28. Wir sehen, der Galaxy geht am Tudor vorbei und der Fehler möchte das jetzt hier auch nutzen, diesen Moment. Bremst hier auf der Außenseite hart in die Kurve rein und will hier wieder den Switchback machen. Und ihr habt gesehen, wieder am Kurvenausgang, der geht so früh aufs Gas, der hat immer diesen Oversteering-Moment. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist zum Beispiel was, was ich zum Beispiel nie habe. Aber ich glaube, dadurch kann er einfach so viel mehr Momentum mitnehmen. Der kann einfach schneller beschleunigen. Und jetzt hier auf der Außenseite versucht es gegen den Tudor mit den abgenudelten harten Reifen. Der Tudor ist aber auch schon relativ lange auf dem Gummi unterwegs und jetzt hier Rad an Rad in die Schnellkurve kann das gut gehen. Er ist jetzt hier auf der Außenseite, hat eigentlich die schlechtere Linie. Wir sehen auch hier auf der Außenseite, hat auch wieder da diesen Oversteering-Moment und hat einfach, der geht einfach deutlich früher aufs Gas. Das muss man einfach sagen. Und jetzt hier der Tudor versucht es nochmal mit dem Konter, aber da bremst der Fehler spät genug, sodass der Tudor da nicht reinstechen kann. Aber ja, sehr, sehr interessant, diese Einblicke hier direkt aus der Livecam quasi, aus der Sicht vom Fehler. Wir sind in Runde 28 von 28. Und der ist jetzt nochmal im DRS bzw. Windschatten vom Galaxy, hat jetzt hier vielleicht nochmal die Möglichkeit, in den letzten entscheidenden Kurven hier den entscheidenden Move zu machen und möglicherweise auf P3 nach vorne zu kommen, nach der Drive-Thru-Penalty. Wir sehen auch hier Pesra-Exit als der Galaxy und jetzt hier der Switchback, absolut mörderischer Switchback, hat hier sogar noch ein bisschen Overtake und er schafft es sogar, auf den letzten paar Metern da noch am Galaxy vorbeizukommen. Alter, okay, das war echt krass gemacht, ja, auf den letzten paar Metern da noch vorbeigekommen. Tja, und so sieht es dann aus. Nach diesem großen Preis von China, der Sauerbraten holt sich den Sieg vor dem Crew6, vor dem Fehler. Galaxy auf der 4, Tool auf der 5 und den Rest entnehmt ihr der Tabelle. Tja, nach dieser Nullnummer werden wir zurückgereicht auf die 10. Position in der Fahrerweltmeisterschaft. Knapp hinter dem Capgenetics, der sich hier und heute noch einen 7. Platz sichern konnte. In der Teamrangliste sieht es dadurch auch nicht wirklich besser aus. Wir verlieren gegen Scuderia Alpha Tauri, Haas und Alfa Romeo. Das sind so die direkten Kontrahenten, kann man eigentlich sagen. Also theoretisch ein 4. Platz in der Teamrangliste ist noch drin, aber da muss schon noch einiges zusammenkommen innerhalb der nächsten paar Rennen. Tja, und damit sind wir an dieser Stelle auch leider schon am Ende des Videos angekommen. Ich werde euch jetzt Gründen des Spoilers hier einen langen 7-minütigen circa Blackscreen einblenden. Nur damit ihr bei Upload des Videos nicht sofort seht, was hier quasi passiert ist. Diesen Tipp hat mir mal jemand vor einem Jahr oder so gegeben in einem Liegerennen und das werde ich heute zum ersten Mal, glaube ich, machen. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls euch das Video vielleicht doch gefallen haben sollte. Also aus meiner Perspektive war es ja wirklich ziemlich enttäuschend, muss man wirklich sagen. Aber ja, ist halt manchmal so, ja. Wie gesagt, kommenden Sonntag 21 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Checkt das unbedingt ab, seid dabei. Lasst auch ein Abo da, falls ihr neu sein solltet, auf dem Kanal. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.